Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich bin seit 2009 am FCD als wissenschaftlicher Mitarbeiter und beschäftige mich mit mobiler Manipulation und promoviere im Moment über GPU-basierte Hinderniserkennung. Ja, im Rahmen meiner Promotion habe ich natürlich auch starke Partner gebraucht und die Dame an meiner Seite hier ist seit 2012 mit dabei. Wir haben in den letzten 5 Jahren sehr viele gute, aber auch ein paar schlechte Zeiten gehabt. Holly hat ihr Bestes gegeben und war auch schon auf zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Auftritten. Meine Lieblingsmomente sind eigentlich immer, wenn Holly neue Funktionen dazu lernt, wenn wir neue technische Errungenschaften einbauen in Holly, also wirklich die Hardware auseinanderschrauben, wieder zusammenschrauben und es danach immer noch funktioniert. Und natürlich, wenn sie softwaremäßig was Neues dazulernt, wenn sie mit ihren tollen 5 Fingerhänden, die sie hat, Objekte greift und dabei eben ganz neue Gebiete erkundet. Es gab tatsächlich ein Problem, wo mein Kollege ihr wirklich im wörtlichen Sinne das Herz gebrochen hat. Da ging hier vorne ein großer Schlitz quer durch ihre Brust, aber auch da konnten wir wieder flicken und sie ist wieder die Alte. Also ich glaube, die Highlights sind definitiv ihre Sprachausgabe. Die Leute sind doch schon ein bisschen erstaunt, wenn Holly anfängt, mit ihnen zu sprechen. Und sie hat ja auch diese ausdrucksstarke LED hier in ihrer Brust und kann damit signalisieren, ob sie jemanden mag oder nicht. Es ist erstaunlich, wie viel Menschlichkeit die Leute in den Roboter reininterpretieren, wenn er anfängt, den Kopf zu bewegen oder einfach sich menschlich bewegt, den Oberkörper nach vorne und hinten neigt, was übrigens was ganz Besonderes bei Holly ist. Holly hat in ihrem Körper verschiedene Motoren, mit denen sie sich ganz menschenähnlich bewegen kann. Ja, nach all der langen Zeit trennen sich unsere Wege jetzt leider. Ich werde das FCD zu Ende des Monats verlassen. Aber ich weiß, dass Holly hier in guten Händen ist, dass die Kollegen gut auf sie aufpassen. Insbesondere mein Kollege Felix Mauch wird sich rührend um sie kümmern und ihr weiterhin neue Dinge beibringen. Wir haben hier so den Spruch, dass nicht der magische Rauch aus ihr rausgeht, weil dann funktioniert Technik nicht mehr, wenn der Rauch erstmal raus ist. Das wünsche ich Holly auf keinen Fall. Sie soll ihren Rauch noch lange in sich behalten und weiterhin gut funktionieren und gute Dienste am FCD leisten und noch viele tolle neue Sachen lernen.